Halli und hallo, willkommen zur nächsten Folge von Sky Factory zusammen mit Valkyrie LP alias der Hexer04. Aua! Hallöchen, komm mir nicht zu nahe. Dreikopf. Und einer, der mich von hinten geschlagen hat, der Idiot hier. Ah! Er hat dich von hinten genommen. Nein, lass mir das. Und das ist Tobi, aka Sir Lanz. Hör auf mich zu mobben. So, aus was wollen wir denn die Plattform bauen? Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir die aus Kobbel bauen würden, oder? Bisschen sinnvoller. Tut mir leid, dass ich gerade... Geopraktisch. Ja, das heißt, wir können die eigentlich noch gar nicht bauen. Wir müssen nur eine kleine Plattform mal eben bauen für den Kobbelgenerator. Ja. Oh. Ich habe etwas Wundervolles in diesem Spoil-Spec drin. Wollen wir die sonst erstmal hierzu hinbauen? Ja, können wir hinten, ja, da können wir es hinbauen. Gut, das war jetzt gerade dämlich, was ich gemacht habe. Ey, Tobi, weißt du, was ich in diesem Ding hier drin habe? Na? Deine Eier. Nein, ein Nametag, lass das. Eine Träne, die hast du bestimmt irgendwann vergossen. Ja. Vier Force Shards, ein Sattel und das absolute Lieblingsstück von mir, ein Stuff of Traveling. Okay. Cool. Ja, dieses so. Stuff of Traveling ist wie ein Enderman. Also, blip und so. Dann porte ich mich. Das ist so ein Vorteil, wenn du es im Inventar beziehungsweise auf, zum Beispiel auf der 1 hast und du fliegst runter, dann kannst du dich kurz hochporten, ein Stückchen. Genau. Aber ich sollte ihn vielleicht nicht so oft benutzen, sonst fliege ich ihn auch durch die Wände oder so. Genau. Nur so nebenbei, diese Nuggets, die man ständig aus diesen Bäumen bekommt, aus den gelben. Ja. Daraus kann man Ingots machen. Genau, wir haben hier nämlich auch, was wir glaube ich noch gar nicht gesagt haben, wir hatten hier Forstbäume schon mal angepflanzt. Chris, weil sie deines Amtes. Was denn? Wir sollten hier ein bisschen besser ausleuchten. Mach doch. Tue ich auch. Na siehst du. Was können wir noch mit den Würmern machen, außer Seide herstellen, beziehungsweise... Essen. Essen. Was kann man noch essen? Ja, was denn? Die kann man wirklich essen. Ja, das ist mir schon klar. Also. So. Welche Platt... Was, dann lass gleich mal die Mob-Farm bauen, weil die können wir aus Holz machen. Yay. Aber wir brauchen 3 Eisen für einen Eimer und ein Eisen für den Links. Kann man die so einschmelzen? Nein, natürlich nicht. So. Das sind jetzt 3 Eisen. 4, gut. So, wie man jetzt bei mir gerade gesehen hat, man kann aus den Iron Ore Broken Dingern, kann man feste Iron Gravel Dinger machen. Iron Ore Gravel. So, wenn man den jetzt mit einem Hammer abbaut, kommt man da diese hübschen Crushed Iron Ore raus. Das ist so gesehen die Stufe weiter und ich bin in Skype nicht auf Abwesend. Klasse. Das ist ja egal. Überwärmen wir das einfach. Genau. So, dann kriegt man da Sand raus. Wenn man den Sand jetzt auch noch kaputt haut und Velko nicht die Hälfte einsammelt. Ich hab nur 4 Iron Ore. Ich wollte gerade sagen, dann kriegt man nämlich Iron Ore Dust raus. Gib mal bitte her. Kann man auch platzieren, muss man aber nicht. Genau, das hat keinen Sinn und die kann man jetzt nämlich einschmelzen. Wie kann man einschmelzen? Warum kann ich die nicht einschmelzen? Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Doch, müsstest du eigentlich können. Vielleicht weil da keine Kohle drin ist? Nö, Smelting ganz normal. Ich kann ja mal Kohle reinpacken. Braucht man da vielleicht einen vollen Ofen für? Hoffe nicht. Toll! Können wir uns bitte schlafen legen? Und regeln die Traufe. Nein! Hä? Chris weiß, was ich mit Nein meine. Geh schlafen. Ach, vor allem jetzt nicht nur über den Chatverlauf. Das passiert alles vor der Aufnahme. Flight in Logistics V13C ist noch available. Nein. Ja, joined, da steht left. Hier bei mir. Joined in the game. Was Lamper ist, Temple Jenny was Lamper ist, Spider. Und dann hier.
Auf Deutsch übersetzt, Blue Jenny wurde von Hexer mit einer Axt zum Fallen gebracht. Geht dafür hat der Ach ja, wir müssen ja alle schlafen hier. Ja, eben. Hab ich vergessen, tut mir leid, mobb mich nicht. Idiot. Und ich glaube, du hast dich im Bett von wen hier reingelegt? Das ist doch nicht dein eigenes. Von Florian warst du. Ja, ich wollte nicht ganz außen sitzen. Jetzt hast du Keime. Wir brauchen eigentlich nur wir brauchen ein Stack von diesen Steinteilen. Ich habe ein Seed bekommen. 33 habe ich. Wie viel habt ihr? 25. 37 habe ich. 29. Ja, das reicht, gib her. 33. 38. So. Wow. Aua. Oh, ich habe mit Stein geschmissen. Du schmeißt also mit Stein nach mir. Guck mal, ich schmeiß mit Scheiße. Ich hab auch Scheiße. Hier. Warte. Einfach aus Protest, weil du das letzte Mal bei mir gemacht hast. Hier für dich. Nein! Die Scheiße. Vor allem der Sound dabei. Erwischt. Aua. So, ich... Ich brauch Steine. Gib mir Steine. Hier. Ah, das ist cool. Ach ja, ich schmeiß... Och, Mann. Hier. Danke. Dass du die nicht auf mich schmeißt. Oh, jetzt habe ich 16 Steine gemacht. Hey, Jenny. Ja? Wir brauchen mehr Scheiße, um ihn abzuwerfen. Nein. Ja, guck mal, hier ist doch Scheiße. Ah, hier geht das, ja. Das geht nur nicht im halben Ofen. So, einen Flint haben wir, glaube ich, auch irgendwo schon. Chris braucht schon mal Platz auf, wo wir den Crucible hinstellen können. Ja, genau. Okay. Fertig. Danke. Du, ich hab nicht geschmissen. Danke, Jenny. Tut leid. Ja, guck mal mein Leben an. Ist doch voll in Ordnung. Macker, renn nicht vor mir. Du bist mein Gern. Du bist selber schuld. Was denn? Geh weg. Er wollte was machen und du läufst. Meine Frage, habt ihr unten mal den Tag angeguckt? Ja, Tag 14. Ja, 14, also. Und ein paar zerquetschte. Ja. So, wo wollen ich wir denn den Rubber Tree Sapling? Ist jetzt die Frage. Wollen wir den sonst auch erstmal hier hinten irgendwie in Ecke oder so packen? Ich hab ne Idee. So. Und jetzt bauen wir da rundherum den, Dings hin. Bin dagegen. Ja, dann bau ihn ab. Fällt der noch runter? Lass das. Ja, weißt du, was das Blöde ist? Ich hab keine Spitzhacke und du? Ich auch nicht. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Wow. Hat sich der Baum erschrocken oder was ist? Ja. So, ich baue einen Eimer. Ich baue einen Eimer. Ich baue die Hebeine. Wo hab ich den Hammer auf mal her? Ich hasse euch alle. Ich hab ihn dir ins Inventar geschmissen. Achso, danke. Bitte. Uah. So. Ich platziere schon mal ein Wasser. Gib mir bitte so ein Würmchen, falsches Ding. Da. Ein Würmchen? Ja, ein Würmchen. Hast du gebaut, Chris? Bin dabei. Ach, kann man keine normale bauen? Doch, aber ich will nicht. Anstatt erstmal eine normale Holzpicke zu nehmen. Nein. Das wäre ja zu einfach. Eben. Das stimmt. So, warte mal, wir brauchen dann auch noch ein paar Cleanstone. Ach nee, wir brauchen ja zwei Diamanten dafür. Stimmt ja. Drei. Das heißt, wir müssen mal den ganzen Gravel sieben. Gut. Soll ich ansonsten mit Jenny schon mal beigehen, die Plattform für die Dings zu bauen hier drüben? Für die Tiere? Kannst du gerne tun. Okay, Jenny, willst du mir helfen? Warte kurz. Ja. Oh, da hört man unsere Hunde im Hintergrund gerade bei mir kläffen. Wuff, wuff, wuff! Ja, genau. Wuff, wuff. So. So, jetzt habe ich eine Und wunderschöne Welt. Mache ich jetzt etwas, was überhaupt nicht lebensmüde ist? Der Crucible ist runtergeflogen. Ich glaube, ich sollte den Eimer lieber hier lassen dafür. Was? Tschüss. Ja. Verarscht.
Hey, Jenny, guck mal, ich hab einen Eimer. Lass es. Lass es einfach, lass es, lass es. Oh, 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 ich ersaufe gleich. Komm hoch, komm hoch. Verdammt nochmal, komm hoch. Ich bin zur Seite rausgegangen gerade. Wundervoll, wie meine Familie auf mich hört. Das kenne ich, das Gefühl. So, wo ist da jetzt? Immer. Pass auf. Wolfgang, pass auf. Oh, nee. So. Martin. Wollen wir denn direkt hier die ersten Tiere hinbauen? Tschüss. Aus meiner Perspektive hat man das gar nicht gesehen. So, wollen wir denn direkt hier die ersten Tiere hinbauen? Beziehungsweise hast du den Crucible denn jetzt aufgestellt? Nein. Ich wollte gerade auch überlegen, wo. Dann platzier den sonst hier mit hin. Das wäre eigentlich mal die Idee. Geh weg, ich hab eine Axt. Ach ja, wir haben Taito! Du hast was? Potato! Ach nee, du willst sie wahrscheinlich in ein tiefer haben, das Ding, oder? So, jetzt platziert er eine Fackel hin. Willst du ja keinen Block drunter haben? Nein. Okay. Unnötig. Geht auch so. So, ich pack da erstmal 8 Stück rein. Oh. Ganz wenig. Das waren 5, die ich da reingepackt hab. So, und jetzt wird hier nämlich hübsch Lava für uns erzeugt. Und währenddessen würde ich sagen, bauen wir hier weiter. Hat er nicht irgendwie auf Uhr geguckt? Nein, aber ich habe im Hintergrund habe ich nämlich das hätte laufen. Wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Okay, so 5 mal 5. Wollen wir denn 5 mal 5 machen oder wollen wir 2 Stück nebeneinander direkt machen, Chris? Von jetzt hier. Machen wir gleich 2 nebeneinander. Richtig. Nach hinten raus? Weil sonst zu der Seite wird das irgendwann zu viel, oder? Ja, machen wir. Gut, das heißt, das sind jetzt 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kommt wieder die normale Umrandung hin. Das heißt ja auch in 5 in der Richtung, wo ich jetzt stehe, oder? Genau. Und im Endeffekt ein Sewer, das ist so gesehen die Auffangstation von natürlichen Dünger, von Kühen und Tieren generell. Und ja, den wollen wir halt nachher auffangen und dann noch weiter verarbeiten. Aber wollen wir jetzt schon mal ein bisschen was vorbereiten. Damit wir da dann auch Tiere züchten können schon. So. Oh, Halleluja, Maria und Josef, hab ich mich gerade erschrocken. Warum? Alter, Nachbarn sind oben im Dachboden, ich wohne halt genau unterm Dachboden. Und die haben oben was hingestellt, das hab ich hab mich so erschrocken gerade. Nur warum? Fünf. Genau, da kommt jetzt wieder ein höher und da kommt dann der Zaun hin. Ich hol schon mal. Ach, ich habe eine dabei. Dann bin ich gut ausgerüstet, ey. Ja. So, Jenny, holst du nochmal die Gras-Seeds? Natürlich doch. Weil dann können hier nämlich schon Tiere spawnen drauf. Aber irgendwie sieht das ein bisschen eng aus, finde ich. Die gewöhnen sich dezent. Dran. Weil wir brauchen eins für Kühe, eins für Schweine und eins für Hühner. Und Schafe ist ja extra. Wie gesagt, also die gewöhnen sich dran. Ja. Also, was? Ich würde eigentlich hier zum Beispiel Kühe, Schweine, Schafe. Ja, andere. Die sind auch alle getrennt. Okay, dann ist gut. Ach. Dachte ich was. Willst du sie befruchten? Also willst du die Erde befruchten hier? Hier. Ja. So, hast du. So, fertig. Brauch nur einen einzigen, der breitet sich Stück für Stück jetzt selber aus. Verbraucht man nicht so viel Seeds, dann haben noch für Notfälle was. So, wie sieht's hier aus? 368 Millibuckets. Das heißt, diese Folge wird dann nichts mehr draus. Dann fange ich währenddessen schon mal mit der nächsten Plattform an. Oder wollen wir das sonst so machen, auf dieser Seite Kühe und auf der anderen Seite die Felder? Dass wir uns in der Richtung irgendwas anderes noch überlegen. Weil ansonsten, wenn man bedenkt, wir brauchen ja nicht nur maximal 3 von diesen Dingern hier. Dafür brauchen wir jetzt nicht so atemberaubend viel Platz eigentlich. Ich wollte euch sagen, ich fürchte, dass ich
Bier, auf Wiedersehen. Tschüss. Darf ich schlagen? Genau. Ich befürchte, dass ich tatsächlich jede Menge in meiner Folge ausschneiden muss an nervigen Hintergrundgeräuschen. So, das, wie weit sind wir jetzt hier schon? Hast du Zäune schon platziert? Ja. Wollen wir Schafe freilaufen lassen, per Hand scheren oder automatisieren? Können wir frei handeln. Okay. Dann würde ich euch langsam mitteilen, dass es für diese Folge ist. Ja, einen Moment. Okay. Ich eine Momente hier mal. So, jetzt wäre ich fertig. Ja, jetzt hast du mich dazu gebracht, noch eine Straße zu sehen. So. Dann würde ich sagen, ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Ciao, ciao. Tschüss.